Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, ich präsentiere dir heute Tobogan Run Sledding Coaster aus dem Steam Workshop. Download-Link findest du natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Erstellt wird das Ganze von Combat Wombat, hat aktuell 0 Sterne, weil nicht genügend Bewerter vorhanden sind. Aber wen wundert es, es wurde erst am 7. Dezember 2017 hochgeladen. So, vielleicht bin ich einer der Ersten, der das Ding entdeckt hat. So, das Zweite ist, ich präsentiere relativ oft die Werke von Combat Wombat, Xarfor und Co. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich auf deren Profilseite permanent bin und gucke, was sie neu haben, sondern es ist wirklich reiner Zufall. Ich gucke im Workshop nach, welche Attraktionen neu sind, welche Achterbahnen neu sind, Objekte, also Gebäude, und was ich davon präsentieren kann. Anhand der Screenshots gucke ich dann, das könnte ich präsentieren, das könnte interessant sein, das interessiert mich, das könnte dich interessieren. Ich gucke gar nicht auf den Namen. Den Namen sehe ich meistens erst, wenn ich den hier vorlese, live vor der Kamera. Ja. Und es ist wirklich reiner Zufall. Das liegt aber daran wahrscheinlich auch, dass die sehr geile Werke immer abliefern. Ist einfach so. Ne? Combat Wombat, Xarfor. Also wenn du den Namen auch liest, dann weißt du schon, dass das ein Garant ist für eine gute Bahn. Oder gute Attraktion oder ein gutes Gebäude, je nachdem. Und die Dinger sehen auf den Screenshots immer saugeil auch und so verhalten die sich auch. Die fahren auch saugeil, meistens. Ja, es gibt andere, da sehen die Screenshots sensationell aus, dann lädst du die Bahn und denkst dir, oh, was habe ich denn da für eine Graupe gefangen? Es ist so. Oder die sehen richtig geil aus und dann fahren die sich scheiße. Ist einfach so. Ja, und die beiden, oder beziehungsweise da sind ja noch ein paar andere, das sind Garanten für sensationelle Bahnen. Ich möchte jetzt nicht voreingenommen hier reingehen und die Präsentation starten, aber ein bisschen voreingenommen ist man schon, wenn man den Namen liest. Ist einfach so. So, genug davon. Es handelt sich hier übrigens um eine Schneelandschaft. Schnee kenne ich persönlich, ja, aus Büchern eher, weil der Schnee macht immer so einen großen Bogen um mich. Der denkt sich, ah, da wohnt Knork, da muss ich, da darf ich nicht hin. Ne? In anderen Regionen von Deutschland hat es, glaube ich, schon bereits geschneit. Also bei mir kam dieses weiße Zeug noch nicht vom Himmel, eher dieses blaue, flüssige Zeug, was einen nass macht. Ist so. Ja, Schnee soll angeblich auch jemanden nass machen. Habe ich mal gehört. So, ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich 3-4 Mal richtig Schnee gesehen. Ne? Nicht diesen Nieselregen Schnee, sondern richtigen Schnee. Ohne Skiurlaub. So, und wir haben hier eine Schneelandschaft. Ich dachte erst, das wären Pfefferkuchenhäuschen, aber es sind Strohhäuschen. Ja. Die darf man nicht verwechseln mit Pfefferkuchenhäuschen, weil Pfefferkuchenhäuschen würden zerfließen bei Wasser. Ne, wenn da Wasser draufkommt, Schnee ist ja Wasser, würden die ja zerfließen in der Realität. Ja, in der Realität. Und deswegen nimmt man meistens in Schneelandschaften Holzhäuschen oder Steinhäuschen. Ist einfach so. Nur zur Aufklärung. Und wir sehen hier eine wunderschön dekorierte Winterlandschaft, aber wirklich schön. So ein idyllisches Ort. Örtchen sieht das aus, oder? So echt, echt schön. Hier könnte echt, hier könnte irgendwie, weiß nicht, einer von Disney durchlaufen und singen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich war ich nie. So. und ansonsten, sieht schon sehr geil aus, oder? Wie der Schnee dann da auf den Dächern liegt. Auch dieses diese unterschiedliche Höhe gefällt mir sehr gut. Dann diese Eiszapfen, die von den Dächern ragen. Habe ich auf Play gedrückt, dann natürlich. Dann haben wir hier eine Warteschlange. Okay, das sieht auch sehr interessant aus. Aber ich habe die Konstruktion schon irgendwo mal gesehen. Aber ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, wo ich die hinstecken soll. Ich habe die irgendwo, irgendwann mal habe ich die gesehen. Aber ich kann mich gerade echt nicht dran erinnern. Und das sind auch vorgefertigte Lampen, die Planet Coaster so vorgibt, glaube ich. Ja, doch, das sind die. Da habe ich zwar noch nie persönlich mit gearbeitet, aber ich meine, ich habe die da schon mal gesehen. Dann haben wir hier die Bahn. Da bin ich echt mal gespannt, wie die sich fährt, wirklich. Wir fahren die übrigens einmal im Hellen, einmal im Dunkeln. Einmal im Hellen, da werde ich natürlich wieder nichts sagen. Im Dunkeln werde ich wieder sagen, was mich gestört hat, was ich gut fand, was ich schlecht fand und so weiter. Kennst du ja mittlerweile. So, es sieht auf jeden Fall, ohne Mist, das ganze Ding könntest du theoretisch verkleinern, so ein 3D-Modell rausmachen und dann in eine Schneekugel packen, oder? Dann, weiß ich nicht, so ein Schneegestöber hier drüber und alles. Also ich, da mache ich Merchandise raus. So, muss ich den Combat Wombat mal anschreiben, ob ich da eine Schneekugel rausbauen darf. So, dann haben wir hier Tobogan Run, ne, Männchen, Weibchen. Weibchen sitzt vorne, falls irgendwo mal, weiß ich nicht, ein Schneehügel kommt, wo man gegenprallen könnte, ne, die federt deinen Sturz ab, wenn du Männchen bist. Wenn du Weibchen bist, hast du die Arschkarte. So, dann gucken wir weiter. Und wir haben
zwei Eingänge oder ist hier der, ich denke mal, hier ist der Ausgang, dann gehen wir einfach mal durch den Eingang. Wenn du Durst hast, kannst du hier dran nuckeln. Ne? Dann wird das Eis zu Wasser und dann hast du den Wasservorrat in deinem Körper wieder aufgefüllt. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier einen Schneemann mit einem Eimer drauf. Sieht sehr geil aus. Sieht schon geil aus. Ist aber nicht sehr schwer zu bauen. Ne? Da ist übrigens die Gedächtnispfeife, den ich meine, der weiß schon, wer das ist. Dann gucken wir weiter. Vielleicht hat der auch dem Combat Wombat gesagt, hör mal, die Schneepfeife muss dahin. So. Gucken wir weiter. Warum schwebt denn hier der Zaun? Achso, apropos schwebender Zaun. Es ist auch sehr schwer. Hier läuft wahrscheinlich der Weg. Es ist auch sehr schwer, im Schneegebiet eine Achterbahn zu platzieren. Aus dem einfachen Grunde, der Schnee ist uneben hier. Ja, sehr extrem uneben. Ich hatte nämlich an einer Stelle, da war der Zaun oben in der Luft und an der anderen Seite war der schon halb unten. Da musste ich echt eine Position finden, wo das dann ungefähr ausgeglichen war. Das habe ich dann am Eingang, ich glaube am Eingang war das, wo dann dieser, zeige ich dir gleich, wo der Zaun dann war, den ich meine. Zeige ich dir gleich. Nach der Fahrt. Uno momento, por favor. Jetzt kann man überlegen, gehen wir hier links rum oder wir gehen hier hoch? Ich würde sagen, wir gehen hier hoch, weil es wird langsam Zeit, dass wir in die Bahn reingehen. Es wird kalt. Und, ja, natürlich. Natürlich. Der Klassiker, oder? Dass ich den falschen Weg nehme. Verschlossene Tür. Warte mal. Tok, tok. Wer da? Ich. Kommst nicht rein. Alles klar. So, warte, dann gehen wir hier rum. Und dann sind wir wieder am Eingang. Sind wir am Eingang. Alles klar. So, und dann müssen wir gucken, wo die Front Row ist. Ah, die ist hier. Aber sehr schmal. Ich möchte ja keinem zu nahe treten, aber es ist sehr schmal. Kommen wir hier durch? Warte mal. Du hast hier so einen breiten Eingang. Ne? Der ist so. Und das ist echt sehr schmal, finde ich jetzt. Ah, egal. So, wir starten jetzt einfach mal. Ein Sledding Coaster sind wir, glaube ich, noch. Sind wir schon mal gefahren? Sind wir, glaube ich, noch nicht gefahren. Ist, glaube ich, eine Premiere, ne? So, wir gucken und genießen natürlich. Jingle. Ich mache ein bisschen Hintergrundmusik. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bells Rock. Na, 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 na. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Na, 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 na. Aha. Achso, ich soll ja weitersehen. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Wobei das auch doof ist, weil ein Tannenbaum besteht aus Nadeln. Aha. Fährt sich sehr sanft. Also ich habe jetzt auch keine Höchstgeschwindigkeiten erwartet, ehrlich gesagt. Es ist eine Familienattraktion, würde ich sagen. Familienachterbahn, oder? Würde ich so sagen. Und weißt du was? Wir schalten jetzt direkt. Nein, ich wollte ja kurz den Zaun zeigen. Warte. Und zwar war der da vorne. Siehst du den? Da vorne war der Zaun. Hier. Da ist der Zaun. Ne? Der guckt sogar hier. Ne, jetzt ist er im Boden, alles klar. Aber, ich hatte den vorher da hinten platziert, hier, ne? Da war wirklich, ungelogen, der Zaun in der Luft und der war schon halb begraben. Das war echt kompliziert. Also im Schneegebiet, puh, da musst du echt Skill für haben. So, warte mal. Ich schalte jetzt mal in den Nachtmodus. 22 Uhr, ist ja klar. So, und die Beleuchtung sieht geil aus, oder? Wir haben es auch nicht anders erwartet. In der Schneelandschaft. Es sieht einfach geil aus. Hier sind wieder verschiedene Farben zum Einsatz gekommen. Einmal dieses Warmweiß, dann dieses Roséweiß, dann ein Gelbweiß und ansonsten mehr Farben sind da jetzt nicht drin, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, ne? Ne, mehr Farben sind hier nicht. Was mir gerade auffällt ist, die Uhr, die hat ja auch Eiszapfen. Das habe ich gerade gar nicht so wahrgenommen. Vielleicht, weil ich voller Vorfreude war auf den Coaster. Kann natürlich sein. Dann haben wir hier den Lifthill. Klassisch bedeckt natürlich wieder mit diesen Schrägen. Und da liegt Schnee drauf. Sehr geil. Also wirklich, ich finde das sehr geil, dass überall ein bisschen Schnee liegt. Man hätte, ich wollte gerade sagen, hier auch ein bisschen Schnee, aber hier sind ja die Eiszapfen. Theoretisch hätte man, ich weiß gar nicht, gibt es so eine dünne Eisschneeschicht? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber hätte sich natürlich noch besser gemacht. Aber ansonsten ein sehr geiles Objekt. So, wir fahren jetzt natürlich im Nachtmodus. Sieht fett aus.
Die Beleuchtung ist geil. Ist richtig geil. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken bei der Tür hier. Alles klar, die ist auch beleuchtet. Okay. Wir gehen jetzt rein. Wieder erste Reihe, würde ich sagen. So, und dann fahren wir da mal mit im Nachtmodus. So, Maus weg. Der Lifthill. Ohne Mist, ich habe den jetzt schon ein paar Mal so gesehen, ne, mit diesem Dach oben drauf. Aber gefällt mir. Ich will da nicht meckern. Sieht sehr geil aus. Wobei der ein bisschen weit nach re rechts verschoben war, ne? Wenn ich gerade richtig geguckt habe. Müssen wir gleich nochmal kurz gucken. Hier steht ein Schneemann. Hier kamen Schneeflocken runter. Ich mag diese Fahrt. Also ist ja, soll ja eine Schlittenfahrt simulieren. Und dass das dann so durch die Häusergassen geht, an Lampen vorbei, am Zaun vorbei, am Schubkarren vorbei und dann wieder an der Taverne vorbei, kurz einen Schluck Bier trinken, aufwärmen und dann weiterfahren. Also sehr geil gemacht. Hier steht auch ein Banditen, Olaf. Also sehr, sehr cool gemacht. Also wirklich. Gefällt mir sehr gut. Gefährt auch sehr gut. Aber ich wollte jetzt mal ganz kurz was gucken. Der Lifthill, meine ich, der ist ein bisschen weit nach links geschoben, oder? Sehe ich das richtig, oder? Ne, jetzt hier ist er rechts. Guck mal. Hier ist nämlich so ein großer Abstand, hier ist klar keiner. Okay, jetzt kommt der ein oder andere und sagt, ja, ist die Perspektive, die verzerrt das halt so ein bisschen. Ja, aber guck mal, hier ist null, hier ist der sogar drin und hier ist der nach links. Ja, guck mal ein bisschen weiter, hier hängt er schon fast drin. Also ich meine, das ist ein bisschen verzogen. Man sieht auch die Abstände hier, ne? Ich weiß nicht, aber irgendwie sieht das ungleichmäßig aus. Ja, ich muss ja sowas suchen. Sonst finde ich ja nichts zu meckern. Ich muss ja meckern. Meckern. Sollte Ziege werden. Mecker, mecker, mecker. So, auf jeden Fall. Was geben wir für eine Note? Ich gebe der Bar... Die hat alles erfüllt. Ne? Also es sollte eine Schlittenfahrt simuliert werden. Wurde erfüllt. Soll meiner Meinung nach immer smooth sein. Ne? Wie eine Schlittenfahrt halt auch. Erfüllt. Beleuchtung, geil, erfüllt. Schneedorf, hingesetzt, sehr geil. War jetzt nicht gefordert, aber erfüllt. Also wie gesagt, also mir gefällt das ganze Konzept, mir gefällt die Art, mir gefällt ja die Ausführung auch. Es ist jetzt nicht nur, weil es Combat Wombat ist oder Xarfor oder Co. Wieso, die Uhr rennt schon wieder so schnell. Es ist einfach... wie gebaut wurde, ne? Wie das ganze Projekt aussieht, wie das sich verhält, wie man fährt damit und so. Und deswegen gebe ich der Bahn 4,5 Sterne. War ich jetzt vielleicht 5? Ich kann es ja nicht genau sagen. Mir fehlt das gewisse i-Tüpfelchen für eine 5-Sterne-Bahn. Es ist eine sehr geile Bahn. Es ist eine richtig geil umgesetzte Bahn. Aber mir fehlt so ein kleines i-Tüpfelchen für eine 5-Sterne-Bahn. Ich kann dir noch nicht mal genau sagen, was. Aber, wenn du anderer Meinung bist, darfst du das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und oder hier oben, irgendwo ist ein i. Da kannst du draufklicken und dann meiner Bewertung zustimmen oder ablehnen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!